Hallo, mit diesem Video werde ich Ihnen das Software UDP Commander vorstellen. UDP Commander ist ein frei herunterzuladenes Software, erstellt von LAM Technologies. Mit diesem Software kann man alle drei Serien von Boxdrive Schrittmotorreglern DS10, DS30 und DS50 programmieren oder entsprechend konfigurieren. UDP Commander bietet uns die Möglichkeit, entweder Produkt auszuwählen oder mit Selbstverbindung das Produkt zu erkennen. Nach der Verbindung ist dieses neue Fenster zu sehen. In Tools Line kann man die Konfiguration speichern, verlassen oder eine neue öffnen. Das Fenster wird in drei Gruppen geteilt: Motorparametern, Control Signals Einstellungen und Alarmeinstellungen. Als erstes ist der Strom auszuwählen. Diese Einstellung ist die wichtigste. Typischerweise muss der Motor auf den Nennstrom des Motors kalibriert werden. In manchen Fällen kann dieses Nennwert höher eingestellt werden. Das ist aber auf keinen Fall für nicht erfahrenes Personal vorgeschlagen, da es zur Zerstörung des Motors führen kann. Als Beispiel wird ein Nehmer 24-Schrittmotor gedacht, der bis 3,2 Newtonmeter Drehmoment geben kann und mit bis 4,2 Ampere bestromt werden kann. Da der DS1048 ausgewählte Regler kann 3 bis 8 Ampere liefern, müssen wir dem Stromparameter das Wert 4 Ampere geben. Als Auflösung können wir auswählen, wie viele Schritte pro Umdrehung unser Motor auskennt. Die LAM Technologies Schrittmotoren decken den Standard für die Automatisierungsindustrie ab. Die Motoren sind mit 200 Schritten pro Umdrehung gebaut. Jedes mechanische Schritt kann jedoch durch den Regler an mehreren Mikroschritten geteilt werden. Die LAM Technologies Regler mit den 25.600 Mikroschritten pro Umdrehung bieten eine sehr hohe Auflösung an. Mit 25.600 Schritten sichern wir eine sanfte geglättene Bewegung des Rotors. Da wir den Phasenstrom nicht weiter zu senken brauchen, werden die Stromwerte wie angezeigt bleiben. Wenn es für die Applikation notwendig ist, den Strom weiter zu senken, dann kann man es prozentuell durch Current Reduction Value machen. Wenn Current Reduction Value 0% ist, dann fließt der Nennstrom, der bei Current Wert eingegeben ist. Wenn während des Ablaufs der Applikation der Nennstrom nicht notwendig ist, dann, um eine Erwärmung des Motors zu vermeiden, kann man die Current Reduction Value ändern. Mit Boost Bit als aktiv wird während der Bewegung der reduzierte Strom in den Motor fließen. Control Signals Frame ermöglicht es zu definieren, wie die Regler die digitale Eingangs- und Ausgangssignale einstellt oder liest. Diese Flexibilität erlaubt es, die Arbeitslogik eines Signals zu invertieren oder das Signal jemals aktiv oder inaktiv einzustellen. UDP Commander bietet auch eine hohe Flexibilität bei Alarmeinstellungen. Da kann man auswählen, wie eine Alarmmeldung gelöscht werden kann. Wenn es automatisch ausgewählt ist, wird der Regler automatisch gestartet, falls es in einen Alarmzustand kommt. Wenn es permanent ausgewählt ist, wird der Regler in Alarmzustand bleiben, bis er ausgeschaltet ist.
Wenn es enabled ausgewählt ist, wird der Regler in Alarmzustand bleiben, bis er durch Enable deaktiviert wird. Ich schlage jetzt hier vor, die Alarmeinstellungen wie vorprogrammiert zu lassen. Nachdem Sie mit der Konfiguration fertig sind, können Sie einen Konfigurationsnamen geben, um die Konfiguration zu speichern oder direkt auf den Regler herunterzuladen. Das Symbol Configure Drive wird aktiv sein, sobald der Regler mit dem PC verbunden ist.